der rote Beat Maschine, Dave Sen und El Bird. Yeah, Bajo Tierra Son. Ich gieße meine Chili, während ich an meinem Song schreibe. Aus meiner Lunge kommt Qualm, der dann vom Balkon steigt. One time, Feuer mein, one time. Düsseldorf ist mein Zuhause, 4-0 die Postleitzahl. Menschen draußen ficken Kopf, also von zu Hause in den Pott. Keine Pause, Beatmaschine, Worte bouncen auf dem Block, ja. Ah, das nenne ich Auszeit mal auf Knopfdruck. Mit dem Ausblick auf die Hoffnung. Yeah, 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 Ray der Rote, El Bird. Ah. Yeah. Un par de caladas, escupo rimas cuando el micro. Después de fumar me hizo, no me quedo frito. El choco se deshace en las manos mientras fluyo. Siempre filtro a los moros, si no te quema mucho. Solo lío con el smoking, los demás son trucos. Dejo por desde bajo tierra pa' todos los malucos. La pista es lava, 5-0 en vez de Hansa. El rojo y el ruso con la barba. Yeah. Beat Machine from the deck. That's the THC. Keeping it real, yo. Ray the Rote. Jason. Thank you for the picture. BLS Beat Maschine. El Bird, Ray the Rote. Von Düsseldorf nach Dortmund, was geht ab? Und das Paper füllen, nicht zu rushen. Aber leider bin ich rushen. Ich kann nicht anders machen. Geratene Riffer, Düsseldorf. Yeah. Aus der Nordstadt. Ihr wisst Bescheid. Wie? Maschine. Yeah, was geht ab, Leute? BLS Nummer 7. Yes. So sieht's aus. Ray der Rote und dieser wunderschöne Mann. Warte, ich habe sogar nachgeschaut, wie es bei dir als Information bei Facebook steht. Entertainer L. Bird und MC mit Bart. super Sache. Ja. Ihr fallt jetzt mittlerweile aus unserem Raster raus, was Gäste angeht. Bisher hatten wir hauptsächlich Dortmunder da. Genau, das wird sich in Zukunft auch noch ändern. Stay tuned. Genau. Stimmt, Premiere, genau. Außerhalb Krupplin. Ihr kommt aus Düsseldorf. Ne? Er braucht gar kein Mikro. Genau, wir haben uns kennengelernt, ich weiß gar nicht genau, wo das war. Ich meine, unsere Wege überschneiden sich ja irgendwann mal, wenn man so aus dem Pott kommt. Kannst du dich noch dran erinnern? Wenn nicht, dann würde ich raten. Tatsächlich habe ich den Canuto aus Düsseldorf angesprochen. Ich weiß nicht, ob wir mit euch bei Verrappt aufgetreten sind. Wart ihr schon mal bei Verrappt? Dann haben wir uns bei Verrappt kennengelernt und danach wart ihr, glaube ich, schon als nächstes bei uns auf der Rough Rugged in Raw. Ja, da haben wir uns, glaube ich, dann richtig kennengelernt und dann immer öfter getroffen. Da wart ihr noch bei der Garten Jam und ja, die berühmte Garten Jam. Ja, die Leute schwärmen immer noch auf jeden Fall von der Dortmunder Connection, das war auch sehr schön. Nächstes Mal arbeite ich hoffentlich nicht. Mal schauen. Aber ja, ich würde vermuten, ganz festgesetzt hat es sich Rough Rugged. Achso, festgesetzt hat sich wahrscheinlich die Begegnung so Rough Rugged in Rad. Okay. Ja, wenn ihr mal da hinschaut, ich habe das vorhin schon abgefilmt. Jam Deluxe, ne? Damals mit Fleur Earth und Beppo und Peter B. Da haben wir die Jungs kennengelernt. Die sehen wir hoffentlich auch bald wieder.
Meistens hat deine Veranstaltung und eure Veranstaltung immer einen sehr gemeinnützigen Hintergrund, ne? Also wenn ich an die Gartenjam denke, das war gegen rechts für Flüchtlinge, ne? Also generell Support von Menschen, die es nicht so gut haben wie wir. Da schon mal ein dickes Dankeschön auf jeden Fall vorab. Genau, das bringt mich auch zum nächsten Punkt. Einerseits natürlich, hier geht es um Musik. Was sind deine oder eure nächsten Projekte? Also von dir weiß man auf jeden Fall, ich habe es mir aufgeschrieben, Rotsicht-Geschichten, heißt die EP, gibt es auch bei Spotify, check das aus. Von dir kenne ich eigentlich nur Features. Ja, ist auch tatsächlich so. Von mir gibt es nur Features oder irgendwie Freestyles oder sowas, wo ich dann mit dabei bin. Wenn ich was mache, mache ich es halt echt zu langsam und es ist ein Fluch auf jeden Fall. Und dann dauert das immer ein bisschen, bin ich nicht dazu gekommen, irgendwie eine EP fertigzustellen oder sowas. Hat mehr Spaß gemacht, immer mit Leuten zusammenzuwirken oder dann kennenzulernen und mal einen Track zusammen machen oder die laden dann irgendwie ein auf eine Jam und sowas. Ne? Das hat mir irgendwie die ganze Zeit mehr Spaß gemacht, als mich auf ein Album zu konzentrieren tatsächlich. Bei Ray auf jeden Fall, ich war ja auch auf seinem letzten Album, ich war auf vielen letzten Alben. Ja, aber du, bei dir kommt auch noch was, ne? Ja, ich arbeite auf jeden Fall an was, aber was das ist, weiß ich noch nicht. So, hab ein paar Sachen da. Auch mit Elbert am Arbeiten. Manche Dinge entwickeln sich ja auch erst so, wenn man irgendwie damit anfängt, so, weißt du, wenn man irgendwie noch kein konkretes Ziel im Kopf hat, so, und dann einfach Step by Step, würde ich immer sagen, weißt du, und dann geht's auch voran. Auf jeden Fall. Ja, dann hätten wir das Größte eigentlich schon mal abgefrühstückt. Vielleicht, was ich auch immer sehr interessant finde, wenn ich mir so Rap-Interview-Videos angucke, und man Menschen halt noch nicht so wirklich verfolgt hat, was so bei denen geht und alles. Vielleicht auch ganz interessant, wie ist der Weg bis heute hierher quasi so gekommen? Also vielleicht so ein Dreizeiler von, nein, also von wegen, wie, mehr nicht, danach ist vorbei. Also zum Beispiel, wie seid ihr zu Hip-Hop gekommen? Wichtigsten Eckpunkte vielleicht und auch, wer inspiriert euch? Ne, das wäre auf jeden Fall noch so eine interessante Sache, die ich auf jeden Fall gerne von euch wissen würde. Angefangen mit Hip-Hop zu hören, habe ich durch meinen Bruder damals. Und seit mehr als 13 wurde oder so, habe ich meinen ersten Text geschrieben. Fokussiert arbeiten tue ich jetzt irgendwie 6 Jahre oder so. Der Luis, der Bruder von Canuto, der auch eben schon erwähnt wurde, war damals in meiner Parallelklasse. Grüße aus an dieser Stelle. Und ja, Albert, der gehört halt mit zum Freundeskreis, war immer dabei. So sind wir halt heutzutage zusammengekommen. Und inspirieren lasse ich mich eigentlich so vom Leben. Ich höre eigentlich sehr viele Beats nur. Und das war's. Hip-Hop habe ich. Dreizeiler. Oh, wow. Scheiße, ich bin überfordert. Ja, Hip-Hop auf jeden Fall seit der Kindheit viele, aber mit den Amis sehr viel gehört, ne? Also so East Coast, so New York, Hip-Hop-Ära auf jeden Fall die prägendste. Lord Finesse und Big L, die Ecke, solche Art, ne? Auf jeden Fall meine prägendsten. In Düsseldorf durch Canuto, King Louis und Ray den Roten dann in die Hip-Hop-Szene im Untergrund so ein bisschen reingekommen. Und was war noch? Achso, bis hierher, bis heute. Immer mal wieder mitgewirkt bei verschiedenen Sachen, bei verschiedenen Events. Man klügelt auch verschiedene neue Sachen und lernt neue Leute kennen. Und da kommt bestimmt auch noch irgendwas jetzt nach dem Sommer, der eher für Urlaub genutzt wurde, tatsächlich. Ja, und dann sind wir schön S1, 1,5 Stunden, schwarz fahren. Alles gut. Albert hat mich mitgenommen auf seinem Ticket. Ich kann alle mitnehmen, von egal wann bis egal wann. Ja, du sagst es auch nochmal ganz gut, Albert, ey, dieses über Hip-Hop neue Leute kennenlernen. So. Das ist auch immer das, was mich dann persönlich fasziniert. So.
so ist auch die Connection zu Dave, zu Papier und Bleistift entstanden und so geht das auch immer weiter. So, weißt du, gäb's Hip-Hop nicht, würden wir heute nicht in diesem Raum hier zusammensitzen, würden wir nicht eine fette Session gemacht haben. Vor allem gäb's Dave nicht, er wäre nicht da. Ja, Mann, deswegen straight nochmal Props an Hip-Hop, Alter, generell so, die ganzen Leute. Yes, Mann. Cool, ich würde zum Abschluss noch eine Frage stellen. All-Time-Favorite Lieblingstrack. Nur ein? Es ist echt so schwer, aber ich glaube wirklich Favorite, bei dem ich, ich glaube, der am meisten gehört in meinem Life. 93 Till Infinity, auf jeden Fall. Ja, definitiv, immer und jetzt immer. Auf jeden Fall immer ein Track, der sofort gute Laune, ne? Egal, was du machst, ey, der ist einfach schön, definitiv. Auf jeden Fall, sehr doper Song, so. Ich würde mich aber eher auf ein Album beschränken und von Nas Illmatic wählen, so. Das ist für mich so das krasseste Album, was Hip-Hop angeht, so. Ich kann mich tatsächlich Albert anschließen. Okay. Monokultur, Dude und Fab, Grüße gehen raus an Daily Concept. Yeah, Classic der Dicke bald hier in Dortmund. ja, okay, ich glaube, das war's mit BLS Nummer 7. War dope. BLS Nummer 8, bis dahin. Peace.